Hat der wohl den Schlüssel? Was zum? Natürlich. Wie kann es anders sein? Stehen beide zur gleichen Zeit auf. Zack. Ey, Kollege. Ist doch jetzt mal genug. Hat jemand mitgezählt, zufällig? Alter, das kann man. Unnormal. Einfach nur unnormal. Weil du kannst ja auch nicht an den vorbeischleichen, weil sie sich sofort grabben. So, ich rate jetzt mal, was passiert ist. Kurioserweise sind jetzt auf einmal alle Zwinger aufgegangen und ich komme hier rein. Oder sie gehen noch auf. Nein, doch nicht. Okay. Ich bin erstaunt. Ich erwarte hinter jeder verschissenen Tür jetzt auf einmal so einen Wow-Effekt. Hier hinten waren wir auch noch nicht drinnen, ne? Bevor wir weitergehen, gehe ich nochmal da hinten gucken. Hey, ganz ehrlich, Moment. Wir kommen... Wir müssten ja dann hier irgendwo rauskommen, wahrscheinlich im Heizraum. Hier würden wir rauskommen, oder? Just vermutening. Wo ist die Olle jetzt schon wieder hin? Also ich meine, sie hatte genug Vorsprung, aber trotzdem. Karte der Polizeistation. Jo, hä? Okay. Ich würde alle direkt anschießen, ne? Einfach nochmal den Kopf leuchten. Weil man halt nicht weiß, wer da noch aufsteht. Kommt man da überhaupt rein? Hauptsache, die kriegt die scheiß Tür nicht auf. Das ist eigentlich das Einzige, was zählt. Die wird mich nämlich überhaupt nicht darauf verlassen, dass irgendeiner von den Mistkrepeln tot ist. Eben. Jo, wenn ich den Schalter umlege, gehen bestimmt alle Türen auf. Danke, nein. Brauche ich nicht unbedingt. Er ist auch noch nicht tot. Ach was. Hallo? Hey, ich glaub's ja nicht. Ein echter Mensch. Hallo, Mensch. Sind Sie hier schon lang? Lang genug. Sind nur noch wir am Leben? Nein, nein, gibt noch mehr von uns. Oh, gut zu hören, schätze ich. Ja. Es sei denn, Irons schickt sie. Irons? Sie meinen Chief Irons? Ist er noch hier? Wen kümmert's? Hoffentlich hat jemand ihn schon verspeist. Was meinen Sie damit? Dieser Mistkerl hat mich hier eingesperrt. Bin sicher, er hatte einen Grund. Hatte er. Ich stand knapp davor, ihn auffliegen zu lassen. Ich hätte dasselbe getan, schätze ich. Warum denn? Hello, Head Hive. Wie wär's mit einem Deal? Befreien Sie mich und ich gebe Ihnen die. Hola saludos desde Argentina. Glauben Sie mir. Sorry, das geht nicht. Nicht ohne den Chief zu fragen. Hören Sie, wir beide müssen hier irgendwie raus. Entweder arbeiten wir zusammen und helfen uns, oder... Scheiße, es kommt. Was? Was kommt? Komm, komm, sag kein Arschloch, okay? Du brauchst die! Lass mich verflucht nochmal hier raus!
Oh mein Gott. Okay. Wer ist da? Ich bin's nur. Stecken Sie bitte das Ding weg. Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Das ging alles so schnell. Ich sagte doch, Sie sollen abhauen. Sie wollen doch nicht enden wie Ben, oder? Sie kannten ihn? Er war ein Informant. Hatte Informationen für meine Untersuchung. Also hat er die Wahrheit gesagt. Hey, Sie können mir nicht immer weglaufen. Ich weiß nicht mal Ihren Namen. Ich bin Leon Kennedy. Finde einen Weg raus, Leon. Bevor es zu spät ist. Dann reden wir. Wär's, wenn ich den Schlüssel deiner Leiche abnehme? Ada. Ich schätze, das ist ein Deal. Lasst mich raten. Die Tür kriege ich so nicht auf. Und dann müsste ich alle entriegeln. Na Mensch, der Kobel. Schaltschrank ist defekt. Könnte sich die zuständige Person schnellst darum kümmern. Dürfte zwar allen bekannt sein, aber da der Schaltschrank höllisch alt ist, brauchen wir Schaltschrankteile, die nicht mehr hergestellt werden. Im Transformatorraum müssten noch ein paar herumliegen. Nachtrag, mir wurde gesagt, dass im Transformatorraum nur noch eins dieser Schaltschrankteile ist. Der Typ, der die Glocke des Uhrenturms reparieren soll, müsste noch eins haben. Also nehmt es ihm, ich meine, bittet ihn höflich darum. Nehmt es ihm einfach ab, wollte er wahrscheinlich sagen. Ja gut, kann ich jetzt hier klinken? Was in aller Welt? Ah ja. So, jetzt müssen wir quasi wieder zurück, würde ich sagen. Was passiert denn, wenn ich hier... Nichts wahrscheinlich. Jo. Hier komme ich nicht durch. Ist ja alles zu. Und das heißt, ich war auf dem richtigen Weg. Wir gehen jetzt wieder zurück. Und gehen hoch. In die Kantine wahrscheinlich. So, hier durch. Ich warte eigentlich immer darauf, dass alle nochmal aufstehen. Genau. Wenn ich schnell bin, kann ich einfach hier durch. Zack. Klick. Und weg ist er. Oh, hier geht's gar nicht durch. Das ist aber schlecht. Irgendwie hatte ich damit gerechnet, dass man hier durchkommt. Ah ja. Aber wenn das nicht geil wird, dann weiß ich auch nicht. Was zur Hölle? Könnte ich bitte meinen Safe Space haben? Hahaha. Wenn ich hier jetzt noch so eins reinknalle, ach, hab ich ja schon, ne? Wird langsam eng hier. Kann ich das noch kombinieren? Ne. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so geil. Weil alles voll, alles voll. Alles voll. Ich wollte gerade sagen, wo ist eine Dicke? Da durch. Ich weiß nicht. Da ist die Tür. Komme ich in den Transformatorraum? Achso, ich muss ja nach oben. Merken wir uns, dass hier der Film liegt. Scheiße! So, damit die Tür auch zugeht.
merken, vorher nachher reingucken durch das Guckloch, ob da noch einer rumspecht. Ah ja, ist natürlich dicht. Rex-Tür ist natürlich zu. Ja, und nu? Guter Rat teuer, würde ich sagen. Da hinten durch den Zwinger, Leichenhalle. Konnte man irgendwie durch die Tür durch? Ich glaube nicht, ne? Eine Parkkarte habe ich auch nicht. Eine Metallkurbel. Komme ich denn jetzt ganz... Ich komme doch nicht mal ganz zurück, oder? Muss ich jetzt echt ganz zurücklaufen? Weil ich muss ja in den Fahrstuhl wahrscheinlich rein. Bevor ich jetzt umsonst dahin laufe, gucke ich mal, ob ich durch die Tür da komme. Immer noch mal kontrollieren, ob noch drei Hunde drin sind. Ach, tatsächlich, man kommt ja einfach durch. So, 10.000 Tote dahinter, das wäre ein Träumchen. Ich muss bei The Way mal wieder anfangen, Munition zu sparen, ne? Sonst kommt der Big Boss und ich sehe alt aus. Eigentlich habe ich genug Heilung. Ich sollte mal vielleicht was gegen Giftschaden kombinieren. Oh, kann ich es jetzt nicht öffnen oder was? Geil. Oh, das ist doch jetzt nicht... Moment. Moment. Da. So, hier hinten geht's nicht weiter. Ach, ist ja ein Rundgang. Ich bin ein bisschen ist kein Rundgang. Ach ja, ich kann es jetzt natürlich nicht anschalten. Kommt bestimmt direkt die Sicherung. Wenn ich jetzt das Teil einsetze, oder? Ach, naja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Warte immer noch darauf, dass die scheiß Hunde rauskommen. Ohne Flachs. Wird so kommen. Ich muss beide Anzeigen ins rote Feld bringen, soweit ich mich erinnere. Ich dachte gerade nicht ins rote Feld. Weil da die Überspannungswarnung wäre, aber guter Hinweis. Machen wir das gleich, bevor ich hier noch 5000 Mal hin und her renne. Beide Anzeigen ins rote Feld, macht natürlich auch Sinn. Sind eh wieder alle aus.
Eine. Ach, come on. Oh! Combo, besten Dank. Ich weiß, ich hab den Schatten auch gesehen. Keine Ahnung, wo die Hunde herkommen. Hatten die Hundekäfige etwa eine verschissene Zentralverriegelung oder was? Schade um die Munition, muss ich jetzt mal sagen. Das ist ja großartig. Deswegen auch die schönen Lüftungsschächte immer unten, die offenen, damit die schön sich von einer Dinge zur anderen bewegen können. Gibt's doch gar nicht. Wow! Sind echt die Käfige jetzt aufgegangen? What the fuck, Mann? Und es waren nur 300 da drinne. Keine Ahnung, wo die anderen wieder herkommen. Das macht doch keinen Sinn. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, welche Tür da aufgegangen ist. Ich glaube, in der Tiefgarage ist eine aufgegangen, ne? Die da unten. Ich kann die Karte eh gerade nicht mitnehmen, weil ich keinen Platz habe. Hallo? Wie kann man seine ganze Munition verschießen, indem man alle Polizeihunde der Welt, die ist doch immer noch rot. Hä? Ist die nicht gerade aufgegangen? Ist die Sicherung wieder rausgeflogen? Nee. War noch eine andere rote Tür hier? Ach Mensch, wir haben einen Slot frei. Die Tür beim Schießstand, oder? Die vorher elektrisch verriegelt war? Welche waren da elektrisch verriegelt? Da war doch nur eine mit einem... War da gerade nicht nur eine gewesen mit... Mit einem normalen Schlüssel? Hab richtig Bock auf das, was jetzt kommt, ne? Da hab ich richtig Bock drauf. Es gehen alle Zellentüren auf dann. Au ab, hi nie. Moin. Grüße gehen raus.